Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es einen Produkttest bzw. eine Produktreview und zwar über Do Nails Professional. Wenn dich also interessiert, wie das Ganze funktioniert, ob ich es gut finde oder ob es eher ein Flop ist, dann bleib doch einfach dran. Ich bin schon lange, lange nicht mehr bei meiner Nagelfee gewesen und ja, einfach aus der aktuellen Situation heraus. Und ich habe nach Möglichkeiten gesucht, wie ich denn hier zu Hause meine Nägel so ein bisschen aufhübschen kann. Was heißt nur ein bisschen? Also ich möchte schon dieses nervige Nagel lackieren umgehen, beziehungsweise ich möchte sie einmal lackiert haben und dann für ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen Ruhe haben. Und bei normalem Nagellack ist es ja so, dass sie vielleicht, wenn man einen guten Nagellack hat, maximal bis zu 7 Tagen halten und dann splittern sie ab und dann muss man neu lackieren. Und deswegen fand ich das Nageldesign von meiner Nagelfee immer sehr gut, weil ich mich nicht mehr drum kümmern musste. Naja, auf jeden Fall habe ich auf Instagram eine Werbung gesehen und ich habe gedacht, das ist etwas für mich. Ja, das ist genau das, was ich gesucht habe. Ich habe beanspruchte Hände. Das sind jetzt keine Modelhände, ist klar. Aber ich finde es einfach schön, wenn die Nägel lackiert sind, weil das gibt, das sieht einfach hübscher aus, finde ich, vielleicht sogar auch gepflegter und deswegen fiel mir das sofort ins Auge, und zwar Do Nail Professional. Do Nail Professional, das sind, das ist eine Firma, die Kits anbietet, ja, also man kann sich Kits zusammenstellen. Und die bieten halt Kits als Komplettset an für zu Hause. Und ich werde euch gleich zeigen, was das genau ist. Und ja, da werde ich euch jetzt einfach mal näher heranholen. Dieses Video ist im Übrigen nicht gesponsert. Ich habe die Produkte alle selber gekauft. Do Nail Professional, das ist jetzt das Starter-Kit. Und ja, die Vision von Do Nail Professional ist war ein Nagelset zu kreieren, welches salonschöne Nägel von zu Hause aus verspricht. Und gerade jetzt in der aktuellen Situation, wo wir unsere Nagelfeen nicht besuchen durften, beziehungsweise sie ihren Salon nicht öffnen durften, war das natürlich für uns Nagelfee-verwöhnten Mädels umso schwieriger. Und ja, Do Nail Professional hat sich gedacht, mach doch mal ein Kit für zu Hause. Und was ich halt sehr gut finde, ist, dass die Produkte vegan sind und sie sind frei von Tierversuchen. Und zwar konnte man sich bei der Bestellung die Farben aussuchen und hier ist quasi die Grundausstattung drin. Wir haben hier, da rutscht mir doch schon was weg. Moment, jetzt muss ich das Ganze rausholen. Super, Dani, super. So, genau. Also, das Set besteht aus Farben, also Puderfarben und aus einer Grundausstattung, wie zum Beispiel diese Fläschchen hier und den dazugehörigen Tools. Die Farben durfte ich mir oder habe ich mir vorher ausgesucht und ich zeige euch mal eben. Das hier ist Dark Dream. Ja, das ist eine schwarze Farbe, die habe ich auch schon hier aufgetragen. Ich habe das ja schon ausprobiert, um einfach mal einen Langzeittest zu machen, um euch sagen zu können, ob das für mich funktioniert hat oder nicht. Die zweite Farbe, das ist Girly Pink. Also ein, ja, ich würde mal sagen, ein Baby Boomer Rosa.
wenn man das dann mit einem Weiß vermischt und kreiert. Dann haben wir hier ein Snow White, das ist ein pures Weiß. Dann habe ich mir noch ausgesucht dieses hier Plum Purple. Und als letzte Farbe die, dieses sehr, sehr interessante Rot, Date Night. Und als ich dieses Entferner-Kit bestellt habe, gab es eine Aktion und da konnte man sich eine Gratis-Farbe dazu aussuchen. Und das ist die Neo Cherry Pink. Also das ist ein richtig schönes Pink. Das ist das, das Base Powder. Und dann haben wir hier einmal den Base Coat, dann den Aktivator, ein Top Coat und ein Brush Saver. Genau, darin kann man die Pinsel von der Farbe, von dem Puder befreien. Und dann haben wir hier einen Nagelhautschieber, ja, und ein, ja, eine Art Werkzeug, wenn man da noch was zurecht schieben muss bei dem, ja, bei den Nagellackfarben. Dann haben wir hier noch eine Feile, die ich allerdings sehr, sehr grob finde. Zumindest sollte man da, glaube ich, eine etwas feinere Seite. Ja, also ich finde die Seite, eine Seite ist sehr, sehr grob, die andere Seite ist auch grob, vielleicht ein bisschen feiner. Aber ich habe festgestellt bei der Anwendung, dass es zu grob ist und ich habe eine andere Feile angewendet. Das ist halt die Bürste, womit man das Puder von den Nägeln wegstreicht. Dazu gibt es auch eine Bedienungsanleitung, finde ich eigentlich sehr, sehr verständlich erklärt, aber die haben auch auf deren Homepage eine ganz, ganz tolle Bedienungsanleitung per Video gemacht und die werde ich dann auch nutzen. Das erste, was mir nicht so gut gefallen hat, ist tatsächlich, habe ich ja schon erwähnt, diese Feile. Eine Seite hätte ein bisschen feiner sein können und das hier. Ja, das ist ein Pinsel, da fliegen die Haare, die kann ich so rausziehen. Ja, also mit dieser Bürste oder mit diesem Pinsel kann man nicht so gut arbeiten. Wenn, dann sollte man vielleicht selber einen eigenen benutzen. Probiert es einfach aus, wenn ihr denn das Kit kaufen werdet und dann könnt ihr sagen, okay, die Bürste kommt in den Müll und ich benutze meine eigene. Da kann man ja einfach auch einen Kabuki nehmen, den man nicht mehr braucht. Das sind hier noch Ersatzpinsel. Finde ich auch gut, dass das dabei ist. Okay, das war's eigentlich. Der erste Schritt ist, man schiebt die Nagelhaut zurück, macht seine Nägel sauber, bereitet die Nägel quasi somit vor. Mit diesem Nagelhautschieber, so wie es in der Anleitung steht, die Nagelhaut zurückschieben, finde ich ein bisschen, ja, nicht sehr schön, weil die Kanten sind wirklich sehr, sehr scharf. Und es ist nicht angenehm, damit sich deine Nagelhaut zurückzuziehen. Dann nehme ich doch lieber meine Rosenholzstäbchen. Um meinen schönen Tisch nicht zu verderben, lege ich mir eine Unterlage zurecht. Und los geht es mit dem Base Coat. Wir brauchen einmal Base Coat und natürlich den Base Puder. Und wir brauchen eine Farbe. So, jetzt weiß ich nicht, für welche Farbe ich mich entscheiden soll, weil auf der einen Hand habe ich schon schwarz und ich würde gerne eine andere Farbe ausprobieren. Vielleicht dieses Rot, das spricht mich gerade voll an. Okay, also die Hände sind vorbereitet und jetzt werde ich
Base Coat auftragen. Wenn ihr es noch stärker haben möchtet, wenn ihr das Ganze verstärken wollt, dann könnt ihr den ersten Schritt nochmal wiederholen. Das heißt also Base Coat drauf und mit Farbe, wieder dieses Farbpulver. Aber für mich ist die Farbe eigentlich relativ gut gelungen, würde ich sagen. Gut deckend, sehr intensiv und für mich reicht das definitiv. Jetzt müssen wir den Aktivator auftragen. Und jetzt 2 Minuten warten. 2 Minuten sind jetzt um und jetzt können wir das Ganze abfeilen, in Form feilen. Wenn es etwas zu dick geworden ist, kann man das dünner feilen. Ja, und das werde ich jetzt auch machen. Jetzt habe ich die so zurechtgefeilt, wie ich das haben möchte. Und jetzt kommt wieder der Aktivator drauf und 2 Minuten Wartezeit. Jetzt kommt eine Schicht Topcoat drüber und dann wieder 2 Minuten warten. Und jetzt wieder 3 Minuten warten. So, das ist das Ergebnis. Das werde ich jetzt noch ein bisschen aufhübschen. Zum Beispiel hier die Farbe wegwaschen und dann hier kleine Ausbesserungen machen. Aber ansonsten finde ich die Farbe sehr schön. Also, das ist die Hand. Die habe ich jetzt vor einer Woche mit diesem Kit behandelt und ich finde, das schaut noch gut aus. Also natürlich sind da auch Kratzer drauf, aber das bekommt man bei normalen Gelnägeln auch und die halten einfach Bombe, die splittern nicht ab, die Farbe ist schön intensiv und ich muss mich nicht mehr drum kümmern. Von daher für mich eine absolute Empfehlung. Die Handhabung ist einfach, es geht schnell. 15 Minuten maximal, würde ich sagen, 15 bis 20 Minuten. Und es gibt auch ein Kit, ein Entferner-Kit. Die Entfernung ist natürlich etwas aufwendiger. Da kann man jetzt nicht mit einem normalen Nagellackentferner drüber gehen. Aber ja, das werde ich dann in einem zweiten Teil nochmal zeigen, wie man denn diese Nagellacke abmacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.